In diesem Video zeige ich die anschauliche Bedeutung einer Bildmenge des Kerns und der Fixpunktmenge einer Matrix und wie man diese Mengen berechnet. Wir gehen aus von folgender Gleichung. Eine Abbildungsmatrix A wird angewandt auf einen Vektor x und das Ergebnis ist ein Bildvektor x'. Anschaulich können wir uns das so vorstellen, unser Vektor x ist der Ortsvektor auf einem beliebigen Punkt mit diesen Koordinaten und wir projizieren diesen Punkt beispielsweise auf eine Ebene und auf der Ebene entsteht ein Schattenpunkt x mit dem Ortsvektor x'. Wenn wir nun den Punkt x mit beliebigen Koordinaten hin und her bewegen, wandert auch unser Schattenpunkt und die Menge aller Schattenpunkte, die hierbei entstehen, bilden hier so eine zweidimensionale Fläche, das nennt man das Bild dieser Abbildung, also die Menge aller Bildvektoren x'. Formal geschrieben, das Bild der Abbildungsmatrix A ist die Menge aller Bildvektoren x' mit der Eigenschaft, dass sie diese Gleichung erfüllen. Es gibt dazu eine Analogie in der Analysis, nämlich wenn wir eine Funktion als Abbildung von x auf y betrachten, dann haben wir hier den Wertebereich, alle y-Werte, die entsprechen etwa dem Bild unserer Matrix. Als nächstes schauen wir uns den Kern einer Matrix an. Das ist die Menge aller Vektoren x, also von diesem hier, die auf den Nullvektor abgebildet werden. Also wenn unser ursprünglicher Punkt hier genau auf den Ursprung projiziert wird. In den meisten Fällen ist das einfach der Nullvektor selbst. Wir können den Kern folgendermaßen schreiben. Das ist die Menge aller Vektoren x, die auf den Nullvektor abgebildet werden. Analog werden es bei den Funktionen die Nullstellen. Bei regulären Matrizen, das sind also solche, deren Determinante ungleich Null ist, das heißt, deren Gleichungssystem eine eindeutige Lösung besitzt, besteht der Kern nur aus dem Nullvektor selbst. Wir sehen es hier. A angewandt auf 0 ergibt 0, das nennt man den trivialen Kern. Hier in diesem Beispiel jedoch ist es so, dass wir eine Menge von unendlich vielen Punkten haben, die alle hier auf dieser roten Gerade liegen, nämlich parallel zu unseren Lichtstrahlen, die hier diesen Punkt projizieren. Alle diese werfen ihren Schatten auf den Ursprung, deswegen haben wir hier als Kern eine Gerade, die ein Vielfaches vom Lichtstrahlvektor darstellt. Nun betrachten wir noch die Fixpunktmenge dieser Matrix. Das ist die Menge an Punkten mit dem Ortsvektor x, die auf sich selbst abgebildet werden. Also wir sehen hier, wenn sich x auf der Projektionsebene selbst befindet, sind sie identisch mit dem Bildpunkt. Das heißt, die Fixpunktmenge von A ist die Menge der Vektoren x, die auf sich selbst abgebildet werden. Analog, wenn eine Funktion ihren x-Wert selbst wieder ergibt. Nun wollen wir an einem konkreten Zahlenbeispiel mal die Bildmengen und Kern- und Fixpunktmengen einer Matrix ausrechnen. Hier an diesem Beispiel. Zunächst das Bild. Wir wollen also wissen, wenn ich hier beliebige Werte für x, y und z einsetze, was kann dann hier als Bildmenge herauskommen? Diese Werte x, y und z sollen beliebige reelle Zahlen sein. Um das zu verdeutlichen, ersetze ich sie mal durch die Parameternamen Lambda, Mu und Nu. Ich multipliziere jetzt hier diese Abbildung aus, diese Matrix aus und bekomme dieses Gleichungssystem. Das möchte ich nun mit dem Additionsverfahren lösen, indem ich die Parameter Lambda, Mu und Nu eliminiere. Ich sehe, das kann ich durch das Additionsverfahren tun. 1 und 2 kann ich das Nu rauswerfen. Und Subtraktion von 1 und 3 kann ich ebenfalls das Nu rauswerfen, gibt mir diese Gleichung. Wenn ich die beiden nun wieder voneinander subtrahiere, bekomme ich 0 ist gleich x' plus y' minus 3z'. Und was hier steht, ist nichts anderes als eine Ebenengleichung in der Koordinatenform, die ich hier aufgezeichnet habe. Diese Ebene enthält den Nullpunkt. Das ist also jetzt die Menge aller möglichen Bildpunkte dieser Matrix. Ich möchte nun noch ein anderes Verfahren zeigen, wie man zur Bildmenge kommt, das etwas eleganter ist.
Anstelle nun hier ein Gleichungssystem aufzustellen, kann man auch so vorgehen, dass man diese Matrix auf die Basis Einheitsvektoren der drei Koordinatenachsen wirken lässt. Hier auf den Einheitsvektor der x-Achse ergibt dieses Bild der y-Achse und der z-Achse. Nun kann ich ja diese drei Ergebnisse zusammensetzen, indem ich sage, ich lasse jetzt die Matrix hier auf einen beliebigen Vektor x, y, z wirken, indem ich jetzt das x-fache dieses Ergebnisses, das y-fache dieses Ergebnisses und das z-fache dieses Ergebnisses einfach miteinander kombiniere, eine Linearkombination dieser drei Lösungen bilde. Und nun sehe ich, dass hier, das ist bereits mein Bild, das ich aber noch etwas vereinfachen kann, denn mir fällt auf, dass dieser Vektor hier gerade die Summe der ersten beiden Vektoren ist. Das heißt, ich kann diesen Vektor als Linearkombination der ersten beiden Vektoren schreiben. Wenn ich das tue und den sozusagen auf die ersten beiden Vektoren einfach mal drauf addiere, habe ich hier x plus 1-fache von diesem Vektor, y1-fache von diesem Vektor. Und diese Vorfaktoren, die benenne ich wieder um in Lambda und μ, sodass ich jetzt hier mein Bild schreiben kann in dieser Form Lambda plus μ mal 2 Basisvektor. Und was hier steht, ist wieder nichts anderes als eine Ebenengleichung der Parameterform. Also wie vorhin, nicht in der Koordinatenform, sondern Parameterform. Und ich kann meine Lösungsmenge wie folgt aufschreiben. Es ist die Menge aller Bildvektoren, die sich in dieser Weise schreiben lassen. Es ist die gleiche Bildebene. Was ist an diesem Verfahren besonders elegant? Nun, wenn wir uns die Lösung mal anschauen, dann fällt auf, dass dieser Vektor hier nichts anderes ist als die erste Spalte der Abbildungsmatrix und dieser zweite Vektor ist nichts anderes als die zweite Spalte dieser Matrix und die dritte Spalte haben wir nicht gebraucht, weil die linear abhängig ist von den anderen beiden. Also kann man das Bild einfach dadurch erhalten, dass man die linear unabhängigen Spalten der Matrix aufschreibt und miteinander linear kombiniert. Kommen wir nun zum Kern dieser Matrix. Wir nehmen die gleiche Abbildungsmatrix. Wir stellen durch Ausrechnen fest, dass deren Determinante gleich 0 ist. Das heißt, ihr Kern wird nicht trivial sein, sondern eine unendlich große Lösungsmenge beinhalten. Also schreiben wir uns die Definition des Kerns auf. Anwendungsmatrix A angewandt auf einen Vektor soll den Nullvektor ergeben und lösen dieses Gleichungssystem. Wir sehen, 1 minus 2 fällt das z heraus, 1 minus 3 fällt ebenfalls das z heraus und daraus ergibt sich dann eine Nullzeile, 0 gleich 0. Es handelt sich um ein unterbestimmtes Gleichungssystem. Wie üblich können wir jetzt Parameter einführen. Wir ersetzen eine Variable, zum Beispiel x durch Lambda. Dann bekommen wir hier raus das y raus, ebenfalls Lambda, damit es gleich 0 ergibt. Und beides in die dritte Gleichung eingesetzt, erhalten wir z gleich minus 2 Lambda. So dass wir damit unseren Lösungsvektor aufschreiben können, Lambda mal 1, 1, minus 2. Das ist nichts anderes als eine Geradengleichung, die durch den Ursprung geht. Sehen wir hier, der Kern dieser Matrix ist also die Menge aller Vektoren, die sich in dieser Art darstellen lassen. Das ist nun hier dieser rote Bereich. Halten wir fest, der Kern einer Matrix ist die Lösungsmenge des homogenen Gleichungssystems. Zum Schluss noch die Fixpunktmenge einer Matrix. Wir wenden diese Matrix an auf x, y, z. Herauskommen soll wieder der gleiche Vektor x, y, z. Ich stelle daraus das Gleichungssystem auf. Nun bringe ich mal x, y, z hier auf die linke Seite, sodass wieder ein homogenes Gleichungssystem entsteht. Ich sehe, die erste und die zweite Gleichung heben sich weg. Da kann ich eine direkt wegfallen lassen und hier kann ich durch Subtraktion erreichen, dass ich nur noch die Gleichung habe, 2z gleich 0. Z gleich 0 setze ich wiederum in die zweite Gleichung ein, bekomme diese Gleichung und führe meine Parameter ein, sodass ich meinen Lösungsvektor erhalte. X ist gleich 1 Lambda minus 1 Lambda mal 0.
Und was hier steht, ist wiederum eine andere Gerade, die auch durch den Ursprung geht und nun innerhalb meiner Projektionsebene verläuft. Diese Punkte auf dieser grünen Gerade werden also auf sich selbst abgebildet. Interessant ist noch folgender Zusammenhang. Wenn ich die Definitionsgleichung für die Fixpunktmenge aufschreibe und ich kann ja hier auf der rechten Seite ohne Probleme mal die Einheitsmatrix dran multiplizieren, dadurch ändert sich ja nichts am Ergebnis. Und nun kann ich das auf die linke Seite bringen und ein x ausklammern, dann habe ich hier a-e mal der Vektor x gibt den Nullvektor. Und nun sehe ich, was hier steht, ist ja nichts anderes als der Kern der Matrix a-e. Also die Fixpunktmenge einer Matrix ist nichts anderes als der Kern der Matrix minus die Einheitsmatrix.